Moinsen Leute, wir fahren heute zu einem Zoo. Genau, da schauen wir mal, was wir für Tiere dort entdecken werden. So Leute, jetzt haben wir noch so ein Highlight hier entdeckt. Und zwar sehen wir gerade, wie so ein Flugzeug einfach hier landen will. Wie cool war das? Du musst den Kopf einziehen, hör mal. So genau waren die hier an uns dran. Leute, die Betty klaut hier einfach so Zuckerrohr und versucht den hier gerade in den Wagen reinzutun. Hör mal. Jungs, was sagt ihr dazu? Ja, wir werden gleich von der Polizei eingehalten. Naja. Gottes Willen. Geht doch! Baum an. Guck mal. So, jetzt sind wir am Zoo angekommen. Der Zoopark heißt La Ville. Und hier ist auch schon direkt der Eingang. Guck mal hier. Was? Baby Crocodiles. Giant All Day. Wow. Per Branch. 25 Rupien, wenn du die Schildkröten füttern möchtest. Ja. Krokodile kann man sogar füttern. Ja. Und welche Krokodile? Na, das gibt's um 11 Uhr. Aha. Wir können jetzt einfach hier so in das Schildkrötengehege reingehen und dann sind die hier sofort diese riesen Schildkröten. Aber Leute, passt auf, dass sie nicht schnappen. Ne? Ich traue mich mal einfach, den mal hier anzupassen. Hier so. Leute, das ist voll krass. Ich möchte auch mal. Das ist heftig. Hier, fass den mal hier an. Guck mal hier hinter dem. Oh, das ist ja ein Kavenzmann hier, die Nummer, was ist das? Die haben alle so Nummern, 11 oder ich glaube 77 ist das, ne? Das ist ein riesen Ding. Gib's den doch ein. Ja, Hallöchen. Meine liebste Frau, hast du jetzt mit allen Schildkröten ein Foto? Nein, noch lange nicht. Noch lange nicht. Ja, dann, wir holen dich wir mal brauchen ein bisschen ab. Zeit. Süß. Ganz langsam. Wie klein der ist. Du lässt dich sogar streicheln. Wie krass ist das denn? Oh. Wow, oh, das ist ein Yummy. Das ist der kleine Admiral. Oh, der kleine Admiral. Der Admiral ist das. Ist das im Nest gefallen oder was? Und weiß ich bin nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm. Guck mal, die Mama und Papa, die sind ein bisschen aufgeregt. Wir lassen den ja, mal, ne? Ja, das wussten wir nicht. Tschüssi, Schildi. Tschüssi. Einmal noch streicheln. Noch ein letztes Foto. Ein letztes eine Sensation jagt die nächste. Wir sehen einfach hier so ein Reh. Und da sind im Lüster auch noch eine Ente. Zwei Enten. Guck mal, Riechen. Ja. Ja, Hallöchen. Warum, was willst du denn aufpassen? Ja, wie geht's dir denn? Ja, ich hab. Der hat ja eben eine Dusche. Ja? Ach, der hat eine Dusche bekommen. Du bist ja ein Feiner. Guck mal, der leckt den Papi ab. Der liebt mich immer. Wir mögen es ja warm, ne? So, Lavani hat eine riesen Schildkröte-Savanne gemacht. Wir haben ungefähr 1000 Schildkröte.
Wow. Erwachsene und Babys zusammen. 10 Jahre alt. 275 Kilo schwer. Boah. Die größte Balabani und die fünf größte das Welt. Boah. Nein. Echt? So Leute, wir haben so super Schlappen bekommen. Und jetzt hat hier jeder noch so einen Eimer. Und lass den da stehen. Jetzt dürfen wir die hier auch noch mal füttern. Die kleinen, ne? Mhm. Ja, ich nicht, du kannst dir das so hier halten. Die knabbern die ab, siehst du? Ganz kleine Babyschildkröten haben wir hier. Ein Jahr sind die alt. Mhm. Ein Jahr. Und ja. Krass, wie langsam die wachsen eigentlich. Ja, ja. So, ne? Aber wenn die so alt werden? Wow. Die werden über 100 Jahre alt, ne? Na, die, ja, über 200. Über 200 oder 300 sogar. Ja. So alt werden wir nicht, ne? Du musst sie anfassen. Nee, guck mal, du musst sie so halten, so halten. Nicht so. Die immer so? Halt die fest. Gleich. Aber, ne? Nicht so, richtig die festhalten. Okay. Ganz gut festhalten. Die tut dir nicht. Sie beißt nicht. Die hat ja hier nur diese kleinen Pfötchen. Die krabbelt nur. Die krabbelt, und, weil die cool vorwärts das? Möchte mit ihren Ärmchen, weißt du? Und der Basti hat auch ein Babyschildkröten. Ja, guck mal. Guck mal. Und? Gut. Nein. Die wären bis zu 120 Jahre alt. Oh, das war echt eine coole Erfahrung mit diesen Babyschildkröten und überhaupt Schildkrötenfüttern. Also ich glaube, so nah war ich am noch. Am liebsten jetzt die Nummer 61. 61 soll die älteste Schildkröte sein. Oh, und das ist viel für die Großkrokodile. Ja, das ist viel für die Großkrokodile. Ah, das one, ja. Ja, ja. Das ist Futter für die Krokodile. Leute, jetzt kommt der nächste Special hier. Wir gehen die Krokodile füttern. Ich schau mal, wen wir von denen zuerst reinschmeißen. Den da oder die, ja? Gucken wir mal. Ah, oh, hier sind noch Äffchen. Guck mal. Guck mal. Aber halt gut fest, ne? Oh, sind die stark? Oh, schon weg. Bisschen tiefer, bisschen tiefer. Wow. Habt ihr den gesehen? Was die? Super Jumper. Guck mal, der da. Ja, 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 ja. Bisschen tiefer. Oh, yeah. Aber ein bisschen tiefer. Oh, yeah. So. Noch ein bisschen tiefer. Ich mach du. Geht nicht hoch. Ja, der ist zu schwer. Der wiegt irgendeine Tonne. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Oh, Lena. Bisschen tiefer. Lina, du bist, du hast ein Krokodil dran. Lina, du machst das sehr gut. Konzentrier dich, Lina. Ja, er hat es. Super. Bravo. So, Krokodile füttern. Das war spannend. Wow, meine Güte. Hallo Baby, Äffchen. Was denn? Oh, da ist ein Baby. Darf ich Ihnen das geben? Ja. Genau so wie der du. Genauso wie der Papa, genauso wie der Papa. Ja, ja, der Dicke da oben, ne? Genau so. Ja, back, alle Eselchen. Hi. Back.
Mäh. Wir haben doch gar nichts. Das ist ein Baby Schatz. Oh, das ist der Schnapp. Ja, kann sein. Die Schwein haben wir. Oh, ein Babyschweinchen! Guck mal, das Babyschweinchen! Heute kommt schon ein Babyschweinchen! Also, diese Schildkröten hier, die waren einfach bombastisch. Das war total klasse, oder, Janni? Ja. Sag mal, dann haben wir noch die Babykrokodile gefüttert. Das war auch mega krass. Und wir hatten die ganz kleine Mini-Schildkröte, die war ein Jahr alt, auf der Hand. Das war auch ganz toll. Ne? Und Janne? Die Affen, die gab es auch hier und die waren auch richtig süß. Die waren ganz süß. Da war sogar Baby-Äffchen dabei, ganz viele. Mhm. Deswegen durften wir die, glaube ich, nicht füttern und konnten nicht mit denen eine Fütterung erleben. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Also der Park hier auf jeden Fall ein Muss.